80 Jahre lang waren die Schätze im Fotoarchiv der GAG Wohnungsbaugesellschaft verborgen. Monatelang wurden sie von Bilderbuch Köln aufgearbeitet. Entstanden ist ein Porträt der weltberühmten Bauhausarchitektur der 1920er Jahre, die in Köln ein Zentrum hatte. Es wurden sehr viele Wohneinheiten in sehr kurzer Zeit gebaut, also eine Siedlung wie Bickendorf, über 1000 Wohnungen. Und auch wenn es in der Presse gar nicht so bekannt ist, aber das war über die Grenzen Köln hinaus prägend. Der bekannte Kölner Architekt Wilhelm Ripan, der auch das Schauspielhaus entworfen hat, war führender Vertreter des sogenannten Neuen Bauens. Als Hausarchitekt der GAG war es seine Vision, preisgünstigen und zugleich lebenswerten Wohnraum für die Kölner Bürger zu schaffen. Das heißt, heraus aus den engen, gründerzeitlichen, mittelalterlichen Stadtquartieren hin zu einer im Sinne der Gartenstadt-Idee tatsächlich aufgelockerten Siedlungsform mit Gärten, mit großzügigen Straßen, mit großzügiger Infrastruktur, mit Sozialeinrichtungen, mit Schulen und Kindergärten und Läden in der unmittelbaren Gegend. Also so ein Stückchen der Gedanke, das Dorf in die Stadt zu bringen. Ob das Baukonzept aus der Vergangenheit angesichts der aktuellen Wohnungsknappheit auch zukunftsfähig ist, können Besucher bis zum 10. Juni bei freiem Eintritt im neuen Kunstforum selbst herausfinden.